Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Werbung. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Telestammtisch, zu einem Special. Ihr wundert euch vielleicht, weil wir haben ja Killers Bodyguard schon mal besprochen, als der im August, genauer gesagt Ende August, glaube ich, in den deutschen Kinos anlief. Nun haben wir aber die Möglichkeit gehabt, ein bisschen Prominenz aus dem Film zu kriegen. Aber vorher stelle ich erstmal die Prominenz von uns vor. Ich bin der Dom und der Werner ist auch hier. Hi. Hallo zusammen. Du warst ja auch bei der Besprechung des Films dabei. Richtig, ich habe den damals im Kino gesehen und hatte dann das Vergnügen, ihn zu besprechen. Genau. Und ja, wir hatten ja zuletzt, der Kenny hat ja zuletzt tatsächlich richtige Hollywood-Stars an der Angel gehabt. Natürlich nur über Videoschalte. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir können das auch. Und deswegen haben wir niemand Geringeren hier als, ja, einen der Hauptdarsteller aus Killers Bodyguard 2. Und damit begrüße ich recht herzlich Samuel L. Jackson. Hallo. Genau, und er hat für uns sogar extra Deutsch gelernt. Und er kommt auch in Wahrheit aus Deutschland, nämlich mit bürgerlichem Namen Engelbert von Nordhausen. Grüße dich. Hallo. Ja. Die meisten, du sagst zwar noch nicht viel, aber deine Stimme dürften sehr, sehr viele kennen, deinen Namen natürlich nicht so sehr. Aber man dürfte dich natürlich aus zig verschiedenen Arbeiten kennen, natürlich allem voran Samuel L. Jackson. Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich dich wirklich, haben wir ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich kenne dich noch wirklich aus der Zeichentrickserie DuckTales, die ich als Kind sehr, sehr gern gesehen habe und wo du niemand Geringeres als Quack den Bruchpiloten gesprochen hast. Genau. Ja, genau, der war ich. Quack der Bruchpilot. Der mit der hohen Stimme. Und dann hat man sich als Jugendlicher gewundert, die Stimme kenne ich doch, die Ente ist groß geworden. genau. Ja, aber das hat damals, also ich staune immer darüber, wie viele Leute das doch gesehen haben und sich daran erinnern. Also das sind ja auch noch andere Figuren im Film gewesen. Ne? Aber Quack der Bruchpilot, das wissen alle, die das gesehen haben. Das muss sie schwer beeindruckt haben, dass ich da mit der fistligen Stimme da gesprochen habe. Herr Dark, wir können jetzt losfliegen. Ja, das ist halt, ja, das hat ja damals auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich dich irgendwann wiederentdeckt, glaube ich. In SpongeBob Schwammkopf hattest du einmal, glaube ich, eine Gastrolle als Blubber Bernd. Ja, das stimmt. Die kann man auch auf YouTube hören. Das ist auch sehr legendär mit den Gürkchen. Ja, aber trotzdem, daran kann ich mich kaum noch erinnern, weil die Rolle war sehr klein. Also ich war nicht lange dabei. Nicht wie Santiago oder so, der ja den SpongeBob gesprochen hat. Ne? Oh ja, natürlich. Ja, also ich war da nur, glaube ich, hatte zwei Termine oder sowas. Ja. Werner, wie ist es denn mit dir? Wann hast du denn Engelbert das erste Mal gehört? Auch bei den DuckTales. Also ich habe die Serie damals, als ich noch jung war und Haare hatte, habe ich die Serie damals auch geschaut. Und ja, die Stimme, die vergisst man eben nicht, selbst im jetzigen Alter. Ne? Die vergisst man wirklich nicht. Und dann ist das auch manchmal merkwürdig, wenn man so Stimmen aus der Kindheit, also aus Serien der Kindheit einfach dann plötzlich auf erwachsenen Schauspielern in Filmen hört. Bei mir war das zum Beispiel auch Klaus Sonnenschein, der ja auch Morgan Freeman normalerweise auch gesprochen hätte in Killers Bodyguard 2, wäre er nicht inzwischen verstorben. Ja. Und ich kannte ihn noch als Maulwurf Henk aus Alfred Jodokus Quack. Also es ist so merkwürdig manchmal. Ja, Klaus Sonnenschein war einer meiner ersten Regisseure, die ich jemals gehabt habe. Ich habe mit Klaus Sonnenschein vor 40, 45, 50 Jahren haben wir zusammen für den DGB in
West-Berlin war es ja damals, haben wir zusammen Kabarett gemacht, die Reizzwecken. Und wir haben politisches Kabarett gemacht. Und Klaus Sonnenschein war unser Regisseur dabei. Ja gut, dann... Wir kannten uns ganz, ganz lange. Ja. Ja, die Stimme ist auch unverwechselbar gewesen. Ja. Aber zu unverwechselbaren Stimmen, insbesondere im Hinblick auf Killers Bodyguard 2. Du bist ja wirklich legendär auf Samuel L. Jackson. Wir haben gerade eben schon festgestellt, als du zu uns in die Videokonferenz gestoßen bist, dass es wirklich einfach merkwürdig ist bei dir und sei es nur so in Ansätzen, diese wirklich legendäre Lache von Samuel L. Jackson zu hören. Ja. Wie bist du denn eigentlich wie kam es dazu, dass du zu seiner Synchronstimme wurdest? Also, ich habe Sam Jackson das erste Mal gesprochen in Die Hard 3. Mhm. Was witzig ist daran ist, dass ich auch in Die Hard 1 und in Die Hard 2 den Afroamerikaner gesprochen habe. Ja. Ja. Nur es war das ein ganz anderer Typ. Aber für den dritten Teil hat Disney die Produktion übernommen. Mhm. Und die damalige Supervisorin wollte unbedingt, dass ich darauf komme, weil sie eben genau das, was ich dann immer gemacht habe, hey Mann, bist du wahnsinnig, was ist mit dir los? Hä? Ja, und so, weil sie genau das wollte sie haben auf Sam Jackson. Und jetzt könnte man ja denken, es ist so wie bei Eddie Murphy und Randolph Kronberg, dass das ein bisschen überhöht ist. Aber ich mache wirklich das immer genau so, wie Sam Jackson es im Original macht. Meine Güte. Okay. Ja, ja also, da muss ich gestehen, ich habe noch nicht viel mit Sam Jackson tatsächlich im Original gesehen. Ich sehe auch viel im Original und auch viel in der deutschen Synchro, aber Sam Jackson kenne ich fast nur mit dir, ganz ehrlich. Genau. Und jetzt kam also dieses Die Hard 3. Und das war ja, da hat ja auch der Thomas Danneberg die Rolle gesprochen von Bruce Willis. Das war ja nicht Manfred Lehmann, weil Manfred Lehmann hat in Thailand gedreht irgendwie und war dann mit seiner Frau im Urlaub in Thailand. Und da haben sie ihn angerufen und haben ihm so einiges angeboten und haben auch gesagt, sie schicken auch einen Learjet und so weiter und so fort, wollten auch eine riesen Gage zahlen. Aber er hat gesagt, er hat sich dafür, also über Nacht hat er eine Nacht drüber geschlafen und dann hat er gesagt, nö, ich mache jetzt mit Helja Urlaub. Und das hat er auch gemacht. Und da musste Thomas Danneberg ran, nicht? Weil der Film musste raus, der hatte Termine. Mhm. Und dann haben wir beiden das gemacht. Ich finde das trotzdem sehr gelungen. Ich finde, das ist eine gute Synchro geworden. Auf jeden Fall. Ich muss zugeben, der dritte Teil ist sogar mein Lieblingsteil aus der Reihe. Ja, das ist er auch. Das ist auch mein Lieblingsteil. Das muss ich wirklich sagen. Wenn Bruce Willis da nach Harlem reinläuft und da drauf steht auf seinem Schild, auf dem Rücken und vorne. Also im Englischen, im englischen Film steht da drauf, I hate niggers. Ja. Das ist schon eine Bombenszene. Ja, das muss ich schon sagen. Der fängt schon richtig gut an. Ja, und dann blieb Sam Jackson eine ganze Zeit liegen. Also ich habe ihn dann gar nicht mehr bekommen, habe mich auch gar nicht mehr drum gekümmert, sondern dann kamen ja diese Tarantino-Filme, dieser berühmte Tarantino-Film. Und da hat ihn ja Helmut Krauss gesprochen, genau, der inzwischen auch schon verstorben ist. Und ich kam dann dazu in 2000. 2000 kam raus Shaft. Mhm, stimmt. Und die haben ein riesen Casting gemacht dafür. Und der Regisseur des Films, Tobias Meister, der hat mich in der Kantine gesehen und sagt, sag mal, Engelbert, du kannst immer schnell mit hochkommen, kannst du mir da im Trailer mal einen Satz sprechen? Weil die sind alle mit unseren Stimmen allen nicht zufrieden. Mhm. Und dann habe ich den Trailer gesprochen. Und da kommt ja der berühmte Satz drin vor, der im ganzen Film nicht vorkommt. Aber da kommt er eben vor.
Mein Name ist Shaft. Sonst noch Fragen? Und damit war ich durch. Und die in England, da haben sie, glaube ich, die Überprüfung des Castings gemacht. Die haben sich sehr geärgert, dass sie sich da irgendwie 12 oder 15 Stimmen anhören mussten. Und keine war es. Und ich war der Letzte und ich war es dann. Und von da an habe ich ihn dann in fast jedem Film gesprochen, außer in Star Wars. Genau. War es immer Helmut Gauss. Ne? Mhm. Aber ansonsten habe ich da fast jeden Film gesprochen. Also ich glaube, jetzt sind es inzwischen so 3 und 4 und 75 Filme oder was. Und es werden noch viel mehr, ne? Weil er ist ja ein sehr fleißiger Schauspieler. Das kann man sagen. Er ist auch ein Schauspieler, der wirklich ja nicht nur dieses Comedy-Talent hat, sondern der kann ja auch Drama spielen. Ne? Der ist wirklich ein richtig guter Mann. Hast du denn, oder wie ist denn, also ist das wahrscheinlich auch eine schöne Gewissheit, dass man praktisch nie arbeitslos wird, weil Sam Jackson halt sehr, sehr viel dreht, ne? Ja, das ist schon mal, das ist also für das nächste Jahr sind ja, habe ich schon gesehen, da sind irgendwie wieder 2 Filme. Zum Ende des Jahres kommt dann auch, glaube ich, noch ein neuer Avenger-Film oder was weiß ich, wo er auch wieder mit drin ist. Als, genau. Ne, und dann wollen sie also den Fury wollen sie auch nochmal verbraten in einer Serie, in einem 6-Teiler. Das hat Marvel sich vorgenommen. Und da wirst du dann auch wieder rangeholt. Ich denke schon. Es sei denn, es macht mehr Mode, dass Leute sagen, also eigentlich müssten ja farbige Menschen oder ausländische Menschen auch von Native Speakern gesprochen werden. Mhm. Was natürlich nicht, es ist gerade eine Modewelle und die rudern gerade zurück. Sie haben ein paar Erfahrungen gemacht, dass es gar nicht geht, sondern dass es eben in der deutschen Sprache, da muss hier schon jemand geboren sein und muss in dieser Sprache aufgewachsen sein und da kann er, welche Hautfarbe er auch immer hat, und da kann er Deutsch und da könnte er das theoretisch auch machen. Er müsste vielleicht noch ein guter Schauspieler sein und dann kann er das in jedem Falle machen. Also ich habe da auch nicht so viel Angst. Ich denke, bei Sam Jackson werden sie wohl immer auf mich zurückgreifen, weil die Filme, die ich gesprochen habe, die meisten jedenfalls, sind sehr erfolgreich gewesen. Ja, und die richtige Stimme zu haben, ist in einem Film sehr, sehr wichtig. Weil ich zum Beispiel, ich bin jemand, der geht bei uns jede Woche in die Sneak Preview. Also kommt immer ein Überraschungsfilm, der noch nicht im Kino lief. Und da ist dann natürlich alles dabei. Zum einen Blockbuster wie Killers Bodyguard 2 zum Beispiel, der kam dort. Ja. Und eben auch mal deutsche Produktionen, die am Ende gar nicht im Kino laufen. Mhm. Und da hatten wir vor einem Monat so einen Fall, da waren, ich glaube, der Film ist Zurück aufs Land. Da war ein kleines Kind dabei, was eine Stimme von einem Erwachsenen hatte. Und das war das Highlight vom ganzen Film. Wenn das Kind gesprochen hat, hat der ganze Kinosaal gelacht, weil die Stimme nicht gepasst hat. Ah ja, das ist dann ja eigentlich eher fatal gewesen, als dass es wirklich ist. Also man hat sich belustigt. Ja, genau. Und deswegen ist es wichtig, dass man die richtige Wahl trifft. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Nun gut, man kann das nicht immer machen. Ich bin ja auch ein viel beschäftigter Dialogregisseur gewesen im Synchron. Und es kommt schon mal vor, dass man daneben greift. Ja. Also man macht mal eine Besetzung und denkt dann so während der Aufnahmen, nee. Das war es jetzt überhaupt nicht. Aber ich bin dann auch so fair, dass ich dann also entweder mit der Produktion spreche und sage, also Leute, ich habe den angefordert, aber der kann das nicht. Der kann das nicht. Der kriegt das nicht hin. Also da liegt es ja oft an Dingen wie schauspielerischer Begabung, Berufserfahrung, etc., etc. Aber dazu muss man dann stehen und da muss man auch den Mut haben und auch dem Menschen sagen, du, es tut mir leid, ich habe dich engagiert und es ist so, dass ich
das nicht sehe, dass du auf der Rolle liegst. Ne? Und da muss man sich verabschieden und da muss man neu besetzen. Ist das dann, meinst du jetzt damit konkret auch mal diese Fälle, wo dann irgendwelche Prominenten in erster Linie vom Kunden, also vom Studio oder der Synchronfirma besetzt werden und du dann dich schwer tust, damit zu arbeiten? Ich tue mich überhaupt nicht mit Prominenten schwer, weil ich denke einfach, dass das, und das hat mir auch mal jemand gesagt von einer Produktionsfirma, das bringt dem Film schon einige Prozente mehr Umsatz. Mhm. Das ist manchmal so. Also wenn die zum Beispiel, die Cutterfeld hat ja mal so irgendwas gemacht und die ist auch nicht unbegabt, die hat das auch schön gemacht, das muss man dazu noch sagen, aber das bringt dem Film was, also mehr Umsatz. Und das ist ja auch für einen Produzenten ist das eine berechtigte Sache. Ja, natürlich. Ja. Wobei es dann manchmal schon umstritten ist. Also ich habe es zum Beispiel schon oft gehört, dass dann, angenommen, du hast jetzt irgendwelche YouTuber zum Beispiel, die ja auch wirklich keine ausgebildeten Schauspieler oder Sprecher sind. Mhm. Und die, bei denen ist das dann allerdings auch manchmal mit der Bezahlung anders. Na, ja, als mit regulären. Da laufen manchmal Gagen über den Tisch, wo du denkst, so als Normalo, mein lieber Alter. Ja. Also, und wenn du dann mal sagst bei irgendeinem Sam Jackson-Film, ich möchte aber das und das haben, und dann klappern die mit den Zähnen, ja. Aber das kennen wir ja, das Thema. Das kennen wir nicht nur aus der Synchronbranche. Ja, tatsächlich. Das ist ja überall so. Und ja, aber gut, also ich mache ja gerade eine Hörspielproduktion, die ich also mir ausgedacht habe und wo ich also die Storyline schreibe. Und die kommt jetzt irgendwie um Weihnachten bei Maritim raus. Und die heißt Truschel, der kleine Geisterhund. Hm. Und da habe ich in einer der Hauptrollen als Mutter, habe ich Janet Biedermann. Oh, okay. Ja, ja. Und Janet kenne ich. Ich habe mal in den 2000er Jahren, als die große Kirchpleite war, da habe ich als Coach gearbeitet bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da war es noch gut. Ja, da habe ich die Yvonne Cutterfeld wie auch die Jeanette kennengelernt. Und die Jeanette hat sich dann bereit erklärt, die hat gesagt, ja, das mache ich und so. Und das ist auch gut geworden, was sie gemacht hat. Also die hatten ja auch, das muss man ja immer sagen, die haben ja das Glück bei GZSZ oftmals, dass da wirklich talentierte Leute engagiert werden. Also die eine Grundbegabung haben, das menschliche, der Wille zum Spielen, ne, irgendwas nachzuahmen zum Spielen. Und wenn der angeregt ist, und dann machen die das, und dann haben sie über ihre Rollen nachgedacht, und dann machen die das auch. Und da habe ich immer, ich habe verschiedene Leute, die ich aus dieser Branche dann mitgebracht habe in die Synchronbranche, ne? Und ja, die sind auch alle irgendwie was geworden. Also, das muss man schon sagen. Ja, gut, aber darüber wollten wir eigentlich gar nicht sprechen, sondern über Sam Jackson sprechen. Ja. Kein Problem. Ja, ja, bei Sam Jackson, also jetzt gerade Killers Bodyguard 2 ist ja wirklich eine schon klassische Samuel L. Jackson-Rolle. Ja. Also die ist ihm ja förmlich auf den Leib geschrieben, mit der ganzen Flucherei, mit dem Schreien, mit, weiß ich nicht, in alle zwei Minuten sagen er oder Simon Hayek abwechselnd Motherfucker. Ja. Du bist ja auch in erster Linie wegen dieser Lässigkeit einfach auch besetzt. Mhm. Macht dir das denn noch wirklich Spaß oder hast du das Gefühl, dass Sam Jackson da so ein bisschen auf der Stelle tritt? Nein, ich finde das überhaupt nicht, sondern es macht mir richtig Spaß. Wir waren ja zusammen in München, meine Frau und ich.
Wir haben ja in der Nähe von Geiselgasteig gewohnt in einem Hotel. Und wir sind, also ich bin ja da immer morgens dann in das Studio zur neuen Tonfilm München. Und der Martin Halm war der Dialogregisseur. Und er hat immer zu mir gesagt, wenn ich einen Take gesehen habe, und dann habe ich ihn draufgesprochen. Da hat er mir gesagt, wie gibt's denn das, dass du das sofort hast? Das sagt er, das habe ich ja noch nie erlebt. Ja, sage ich, der ist in mein Blut übergegangen. Sam Jackson ist bei mir im Blut. Das hört man jedes Mal. Ja, ja, wirklich. Das ist so ein Schalter, den man umlegt. Ja, genau. Und wir haben dann wirklich das synchronisiert. Und ich mache das gerne. Ich lache mich auch wirklich kaputt, wenn ich dann so eine Szene sehe. Ja, da muss man einen Moment unterbrechen, weil da sind ja so ein paar Szenen in dem Film drin, die wirklich großartig sind. Ja, wo man also denkt, ja, das ist jetzt mal wirklich witzig. Na? Und das, wenn es das ist, dann ist ja alles gut. Dann hat der Film seinen Zweck erfüllt. Das ist eine Action-Komödie und das macht er von hinten bis vorne. Toll. Ja, das hat auch das Feedback bei der Sneak Preview wieder gespiegelt, weil nach den Filmen wird der Film dann anschließend immer bewertet. Da gibt's dann so Formulare, die die Zuschauer ausfüllen. Und der Film kam beim Publikum richtig gut an. Also da haben sie viele kommentiert, mehr davon, war lustig und so etwas. Ja. Also das ist eigentlich genau das, was das große Publikum gerade in Deutschland auch hören und sehen will. Ne? Also ich habe auch gesagt, der Film fängt perfekt an und hört perfekt auf, denn ohne zu spoilern, nach einer Minute hört man schon das legendäre Lachen und das letzte Wort im Film ist Fuck. Ja, so ist es. Und das ist, ja, der fängt wirklich wunderbar an, dieser Albtraum, den, wie heißt er jetzt gleich? Ryan Reynolds. Ja, genau. Dieser Albtraum, den er am Anfang hat, der ist ja großartig. Ne? Und das war ja auch damit so ziemlich, haben wir angefangen bei der Synchronisation. Und ich habe die Lacher eben von ihm im Original genau getroffen. Ne? Weil in Amerika, wenn die so einen Film abnehmen, ja, dann gucken die ja nach den Hüllkurven. Die gucken ja, ob die Hüllkurven übereinstimmen mit der deutschen Stimme und der Stimme des Amerikaners, ne? Und die wollen nicht nur den Ausdruck hören, über den sie nicht ja wirklich, wenn sie denn des Deutschen mächtig sind, dann wissen sie das natürlich und können das beurteilen. Aber wenn sie das nicht sind, dann haben sie immer die Hüllkurven als Grundlage. Ja, genau, da hat er die Höhen, da hat er die Höhen, da hat er die Höhen. Ja, und so wird es dann abgenommen, der Film, nicht? Okay, Das ist bei Netflix zum Beispiel auch, wenn man für Netflix arbeitet, die richten sich auch, wenn sie in Amerika abnehmen. Nun, inzwischen haben sie in Berlin ja eine deutsche Dependance, da sitzen halt deutsche Redakteure und dementsprechend wird das dann auch in Deutsch gehört und abgenommen. Wir hatten ja gerade schon gesagt, du du wirst ja in erster Linie auch Samuel L. Jackson so besetzt, ja, weil du diese Lässigkeit, diese Motherfucker-Coolness gut rüberbringst. Mhm. Hattest du denn andererseits auch mal Rollen von ihm, wo du so wirklich an deine Grenzen kamst? Tatsächlich? Also wo du dich wirklich, was wirklich eine Herausforderung für dich war, auch bei Sam Jackson zum Beispiel? Ja. Django Unchained. Oh ja. Ja. Ich komme ins Studio und ich habe nur sprechen gelernt. Und da kommt diese Szene, wo DiCaprio und so weiter, diese ganze Gruppe in dem Wagen ankommt vor dem wunderschönen Südstaatenhaus. Mhm. Und auf der Treppe steht Sam Jackson und ich fange an: Hey, was soll denn der Weiße da in dem Wagen? Also ich habe schon versucht, den ganz lässig zu machen. Sagt der Regisseur zu mir: Engelbert, ich will das gar nicht verstehen. Ich will den wirklich den Obertrottel spielen. Ja? Und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Und dann zum Schluss hat er: Was soll denn der Weiße, was soll der Schwarze da in deinem Wagen? Bist du irre oder was ist das für eine Scheiße hier? Ja, also... Ja, und das ist mir erstmal schwer gefallen.
Und hat er gesagt, noch weniger Fische. Was heißt das? Ich habe ja gar nicht mehr. Ja, okay. Gut, das war so eine echte Herausforderung. Und ja, aber das ist ja dann bombig geworden, weil eben der Unterschied zwischen dem Sklaven, der also der Diener dieses Herrn ist, also von DiCaprio, und dem, der eigentlich die Fäden zieht in diesem Film, auch als Rassist gegen seine eigenen Leute. Ja, ja, das sehr interessante Figur war das tatsächlich. Ja. Fand ich, war eine so wirklich eine der allerbesten Rollen von Sam Jackson in den letzten Jahren, wie ich finde. Das stimmt, das war großartig. Der andere dann, The Hateful Eight, das war auch eine Herausforderung, weil er da immer sehr laut war meistens. Also kam ich schon manchmal so gedacht, also noch ein Tag so und dann werde ich irgendwann heiser werden. Ja, ist aber nicht passiert. Wir haben das alles wunderbar hingekriegt. Aber das war auch eine Aufgabe. Den Film fand ich auch nicht schlecht, weil er mal mit der Idealisierung der Western-Filme ein bisschen Schluss gemacht hat. Also John Wayne hätte da nicht mehr mitspielen können. Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich finde ihn auch besser als seinen Ruf. Also Hateful Eight, muss ich zugeben, den fand ich auch wirklich sehr, sehr gut, weil er auch mit ein paar Überraschungen daherkommt, die man so ja auf die Schnelle nicht kommen sieht. Also vielleicht ist er nicht das, was das große Publikum erwartet hat, aber ein super Film ist er ja trotzdem geworden. Ja, der hat ja auch sehr witzige Szenen drin. Oh ja. Ich finde das, also ich, was ich vielleicht sagen würde, aber das ist eben Tarantino, der, wie würden die Sachsen sagen, der Märzischer ist. Das muss ich jetzt wirklich, weil ich habe jetzt gerade wirklich dieses Bild von Sam Jackson in Hateful Eight im Schnee, der dann jetzt Sächsisch spricht. Also dankeschön dafür. Ja. Ja, das muss man ja wissen, dass ich in Thüringen geboren bin. Ne? Ach so. Aber mit 3 Jahren haben sie mich hier nach West-Berlin gekarrt und dann bin ich hier aufgewachsen. Also ich habe mehr eine Berliner Schnauze als eine thüringische. Ja. Ja, jetzt haben wir es ja von ein paar richtig guten Filmen Cat, gerade im Western-Bereich. Jetzt würde mich ja mal interessieren, gibt es da irgendwie 1, 2 Filme, wo du sagst, da bist du besonders stolz auf die Arbeit, die du gebracht hast, wo du sagst, das war richtig, richtig gut? Ich muss überlegen, was ich selber gesprochen habe. Von Sam Jackson meint ihr? Oder meint ihr generell? Ja, ich würde sagen, generell deine Arbeit. Also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich auf einmal in meinem noch jüngeren Leben Gene Hackman sprechen durfte. Ah, stimmt. Ja, und ich habe ihn, glaube ich, in 7, 8 Filmen oder so gesprochen. Und da gab es einen, der heißt Hoosiers. Das ist ein Film über eine Schulbasketballmannschaft. Und er ist deren Trainer geworden. Okay. Und ich muss sagen, dass ich das in meinen jungen Jahren so gut rübergebracht habe. Die Sprache war so schön und hat so gut auf Gene Hackman gepasst, dass ich das gut fand. Und dann gibt es einen anderen Film, der heißt Die Schnellen und die Toten. Diese berühmte Schauspielerin, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die hat auch in dem Krimi, den ich auch sehr gut fand, da hat sie auch mitgespielt. Blind Date meine ich nicht. Aber ich meine den Krimi mit Michael Douglas. Und mit ihr als Schriftstellerin und mit diesen merkwürdigen Mordfällen. Aber mir fällt das jetzt nicht ein. Also jedenfalls, das war auch eine gute Nummer. Und dann fand ich auch noch gut die Schnellen und die Toten. Und da hat diese Frau eine Revolverheldin gespielt. Erinnert ihr euch gar nicht, da habt ihr nie gesehen. Ah, nee, ehrlich gesagt nicht.
Moment, du meinst Schneller als der Tod, kann das sein? Schneller als der Tod. Das ist so ein Western mit Sharon Stone und Gene Sharon Hackman. Stone. Ach, das genau. Ist Schneller als der Tod. Na, da hätten wir es ja nie finden können. Okay, also Schneller als der Tod. Und da konnte ich, was ich da gemacht habe auf Gene Hackman, wie ich mich darauf eingestellt habe, auf seine Arroganz, ja, das war schon schauspielerisch gut. Ja. Ja. Mach mich auf jeden Fall neugierig, den muss ich dann mal nachholen. Ja, der spielt da, glaube ich, mit dem Bürgermeister oder irgendwie. Ja, er ist so der Chef dieser Stadt. Genau. Er sieht so aus als Bürgermeister und alles und ist eine echte Drecksau. Ja. Also perfekt für dich. Ja, das ist, und ich habe ja mal, es gibt ja einen berühmten Synchronsprecher, der von Sir Laurence Olivier und der schon lange tot ist auch, und der wurde mal interviewt und dem haben sie gefragt, sie sind ja auch ein erfolgreicher Theaterschauspieler und so weiter und spielen ja auch tolle Rollen. Wilhelm Borchert war das. Wilhelm Borchert hat eine für mich die schönste Synchronstimme überhaupt gehabt. Oder auch die schönste Stimme auf einer Bühne, ja. Und der sagte nur, warum machen Sie denn so viel Synchron? Sie könnten doch ganz andere Dinge tun. Und da sagt der Mann, und da hat er recht, ich habe im Synchron Rollen gesprochen, die mir als Schauspieler auf der Bühne oder im Film nie angeboten worden wären. Mhm. Und da hat er recht. Da hat er recht. Also, weil du hast ja gar nicht die Möglichkeit. Ich hätte ja nicht, es sei denn, man hätte mich schwarz angestrichen oder was. Es wäre ja nicht dazu gekommen. Gut, ich hätte vielleicht im vorgeschrittenen Alter Othello spielen können. Und da hätte man mir ein bisschen Farbe ins Gesicht gemacht. Aber da hat er recht gehabt. Man kommt zu Rollen, die man einfach sonst nicht spielen würde. Und ich wollte was zu der Lässigkeit sagen, wo ich das gelernt habe. Gelernt habe ich, man darf das heute, glaube ich, gar nicht mehr sagen, aber ich sage es trotzdem, bei Bill Cosby. Mhm. Bill Cosbys erste Show, die ich dann als Stimme übernommen habe, von Joachim Kemmer. Genau. Mhm. Und der war eigentlich der, der mir die Lässigkeit beim Sprechen und das schnelle Sprechen und das trotzdem gehaltvolle Sprechen und das humorvolle Sprechen beigebracht hat. Dadurch, dass ich ihn sprechen musste und ihm folgen musste, habe ich das gelernt, das habe ich übernommen. Und er war ja wirklich, also das muss man ja sagen, er war ja wirklich mal ein hervorragender Comedian. Sein Umgang mit Kindern war toll. Man hätte nie vermutet damals, obwohl ich schon immer so gedacht habe, er hat so manches mit erhobenem Zeigefinger immer gemacht. Man hätte das nicht vermutet, was dann eines Tages rausgekommen ist. Das hätte ich dem nicht zugetraut. Also ich fand, der war toll. Und ich habe ihn ja öfter gesprochen. Es gab ja dann eine zweite Show, die nur noch Cosby hieß, nicht mehr Cosby Show, wo er dann so einen kleinen Laden hatte und sowas alles. Die ist dann nicht mehr gelungen. Und das kann ich auch sagen, warum. Er war nicht mehr der fröhliche Typ. Man hatte ja seinen Sohn, der sein Produzent war auch. Den hatte man in der Zwischenzeit erschossen auf der Straße. Der wurde angehalten mit seinem Auto und hat dann reagiert und hat falsch reagiert und ist da erschossen worden. Ja, und deshalb war der dann auch nicht mehr so sehr komisch, der Cosby. Ja, sowas aber verändert Menschen, ne? Natürlich, ja. Natürlich, ja. Und das, ja, das wollte gibt's ich sagen. Da irgendwie so eine Zeitspanne, wo du sagen kannst, wie lange dieser Lernprozess in etwa gedauert hat, weil sowas lernt man ja nicht von einem Tag auf den nächsten, ne? Sowas braucht ja durchaus Zeit. Ja, 174 Filme. 174 Filme. Okay. Das ist viel. Das also ist viel. Ich hab nachgesehen in der Synchronkartei, die ja die beste Quelle dafür ist eigentlich, du hast, glaube ich,
1274 Einträge. Ja, die sind aber nicht, weil ich mich mit denen mal gestritten habe, sind das nicht alle. Also, okay. meine Einträge, die ich privat habe, sind so jetzt ungefähr bei 2100. Okay, das ist auch eine Hausnummer. Ja. Und davon sind, glaube ich, schon so um die, hattest du ja gesagt, 70, 80 alleine schon Samuel L. Jackson, ne? Ja. Und dann sind es 174 Cosby. Das war die erste Show. Die nächste Show hatte, glaube ich, nur 70. Und dann sind es 274 Filme Perry Mason. Ah, stimmt. Raymond Burr. Mhm. Das hat mir auch viel gebracht. Das hat mir auch viel gebracht, weil ich da ja nun ganz anders spielen musste. Das war ja ein gewaltiger Mann, der hat eine Stimme. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Also da musstest du ja so eine ganz klare, durchsetzende Sprache haben. Ne? Und ja, das habe ich auch gerne gemacht. Das waren alles Schwarz-Weiß-Filme, das waren die alte Serie. Da hatten sie damals 60 Stück angekauft und da waren aber noch viele, viele mehr und sehr viele mehr. Und die haben sie 60 oder so haben sie in Deutschland damals gezeigt, in den 60er, 70er Jahren. Und dann waren die anderen übrig und die hatte Kirch alle gekauft und die habe ich dann gemacht. Da war ich Regisseur und war Sprecher der Hauptrolle. Ja, und das sind ja schon, also wenn man das alles zusammenrechnet, sind wir ja schon gut bei 800 oder sowas. Ne? Also dann kommen ja die ganzen Rollen, die ich noch zwischendurch woanders gesprochen habe. Ich bin ja auch da mal engagiert worden für 30 Takes in der Serie und 30 Takes da und was weiß ich alles. Ne? Also, ja, das ist so. Also die 1200 Einträge bei der Synchronkartei sind nett, aber falsch. Okay, hätte ich nichts gesagt. Nee, das ist völlig in Ordnung. Das entschuldigt bitte, das können die auch nicht alles wissen. Nee, solchen Zahlen. Es gibt ja auch alles, es gibt ja auch Firmen, die sich nicht daran halten, nach den Aufnahmen das alles zu melden und so weiter und so fort. Ne? Und das ist, ja, aber ich weiß es, weil ich mich immer darum gekümmert habe, weil ich das immer wichtig fand für mich. Ja. Du kamst ja gerade schon darauf zu sprechen, also sowohl Bill Cosby als auch eben Sam Jackson. Woran liegt das, dass du oft auf schwarzen Darstellern besetzt wirst? Tja. Was meinst du? Also ich hatte hier eine Japanerin, die hat mich fotografiert für eine Ausstellung in New York. Und da hat man eine Ausstellung gemacht, die amerikanischen Schauspieler, die Schwarzen und die Weißen und ihre deutsche Synchronstimme. Also mich hat man mit Bill Cosby gemacht und die hat mir gesagt, wissen Sie, Herr von Nordhausen, dass Sie in Amerika auch viele Leute kennen in der Filmbranche und die finden eben, dass Sie die Afroamerikaner, die Sie sprechen, nicht verhöhnen. Mhm. Sondern ich nehme die ernst. Ich fand diese Synchronisation von Eddie Murphy damals, die war sicher im Original auch nicht so komisch, wie sie dann geworden ist. Sie war sehr erfolgreich, das muss man dazu sagen. Aber das war mir immer ein Touch zu viel. Das ist mein Geschmack nicht gewesen. Also bei Randolph Kronberg, ja, ne? Obwohl ich mit Randolph gut war. Wir waren ja zusammen auch am Theater. Und der hat mich eigentlich zum Synchron gebracht. Ach so, ja, okay. Ja, wir haben gespielt Käthchen von Heilbronn. Und wir standen auf der Seite in vollem Harnisch. Und da sagt er zu mir, sag mal, warst du denn schon mal beim Synchron? Ja, sage ich, bei SL-Film 1970 oder 69, weiß ich nicht mehr genau. Da habe ich eine Menge Masse gemacht.
Ja, sagt er, ne, dann gebe ich dir jetzt mal ein paar Telefonnummern, die kannst du dir bei mir nachher abholen und da rufst du mal an. Und dann gehst du da vorbei. Und dann bin ich da tatsächlich vorbeigegangen. Zum Beispiel bei der Interopa habe ich da vorgestellt und die erste Frage, die der damals noch Aufnahmeleiter, Herr Braune, der ja inzwischen der Chef der Firma ist, der fragte mich als erstes, ja, Herr von Nordhausen, sind Sie denn Schauspieler? Ja, sag ich, bin ich. Sie können es auch nachlesen, da hinten auf dem, da war so ein gelbes Plakat hing da. Da waren Westberliner Bühnenverzeichnis. Ich sage, schauen Sie mal unter Freie Volksbühne. Da steht Schule der Frauen und ich spiele den Notar. Und da bin ich auch als Schauspieler fest engagiert. Ja, tatsächlich. Na, dann dürfen Sie auch bei uns synchronisieren. So war das damals. Heute das nicht mehr, ne? Naja, es ist nicht mehr die Voraussetzung. Wie sollte sie das auch sein? Also, weil die meisten Leute, die also in der Synchronbranche heute erfolgreich sind, sind ja auch ehemalige Synchronkinder. Also die schon als Knirpse da reingewachsen sind. Und jemand, der, sagen wir, als 9-10-Jähriger da angefangen hat zu synchronisieren und dann sein Leben lang im Björn Schaller zum Beispiel, der hat ganz klein angefangen. Und der hat immer weiter gemacht, immer weiter, immer weiter. Und der hat natürlich eine tolle Entwicklung mitgemacht. Ne? Das ist ja immer mein Regisseur bei Avengers oder so. Oder die letzten Filme, die wir gemacht haben, war Spider-Man. Ja. Ja, den letzten Spider-Man, der rauskam, den hat Björn Schaller als Regisseur gemacht. Und das macht er gut. Und er spricht auch toll. Und das, und das ist so eine Entwicklung. Die hat er einfach mitgemacht. Marius Claren ist ein ehemaliges Synchronkind. Und der hat, ich habe den neulich gerade bei mir im Atelier gehabt und der musste da eine Sache machen und die hat er toll gemacht. Super. Kann ich mal kurz anmerken, Marius Claren ist, glaube ich, die deutsche Stimme von Tobey Maguire? Ich glaube, ja. Und Björn Schaller kennt man zum Beispiel aus von Travis Fimmel aus Vikings beispielsweise oder auch von Charlie Hunnam. Ne? Ja. Um jetzt hier ein bisschen Kontext herzustellen, weil du schmeißt so viele Namen in den Raum. Ich finde ich finde das herrlich, wirklich, weil viele kennen diese Namen gar nicht und bei dir kommt das alles so selbstverständlich. Ja. Also, das sind auch Leute, mit denen ich richtig gut bin, weil ich deren Entwicklung mitgemacht habe, gesehen habe. Ich hatte vor vielen Jahren eine Serie, die ist China Beach und die ist leider in der Versenkung verschwunden, weil dann gerade der Krieg im Desert Storm, dieser Krieg brach aus, wo die Amerikaner da das erste Mal, ich weiß gar nicht, wo sie einmarschiert sind, aber ich glaube im Irak oder sowas, das erste Mal. Mhm. Oder sind sie, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls war das wurde vom Programm genommen. Und dann hat man es auch nie wieder gesehen. War eine Serie über die Station, Krankenstation und Erholungsstation der amerikanischen Soldaten im Vietnamkrieg. Und die waren natürlich alle jung. Jung besetzt und ich hatte die ganze junge Riege da drin und da waren die Jungs auch alle dabei und deshalb, die habe ich da alle kennengelernt und ich weiß, wie toll die sein können und ja, finde ich gut. Also, hat sich, darauf wollte ich kommen, es hat sich verändert. Es hat sich verändert. Man kann nicht mehr heute sagen, ja, aber der ist doch gar kein Schauspieler. Ja. Hat der denn schon jemals auf einer Bühne gestanden? Nee, da hat er Glück, dass er nicht auf der Bühne gestanden hat. Manne Lehmann hat neulich mal zu mir gesagt, weißt du was, Engel? Wir hätten uns den ganzen Scheiß mit der Schauspielschule eigentlich sparen können. Dann hätten wir von Anfang an ganz natürlich gesprochen. Und so ist es ja auch. Du kommst das erste Mal ins Synchronstudio und denkst, aha, das Mikrofon. Oh Gott. Ja, das sind alles die T's knallen und du artikulierst wie ein Wahnsinniger. Ja, und der hinten sagt zu seinem Tonmeister, was ist denn mit dem? Ist der krank oder was? Ja,
Also, es muss ja eine natürliche Sprache sein, weil das Mikrofon ja viel empfindlicher ist als das auf der Bühne. Es ist einfach eine andere Situation. Und ich bin immer ein Befürworter gewesen, dass die Seiteneinsteiger, wenn sie denn Talent haben, wenn sie eine gute Sprache haben, wenn sie spielen können, und das ist ja das, was ich immer verbreitet habe, für mich ist ja Synchronisation Schauspielerei im Kopf. Ja, da ist was dran. Man hat nicht die Möglichkeit, sich wirklich zu bewegen. Man kann immer so kleine Sachen kann man machen. Aber macht man sie ein bisschen größer, hat man schon aufs Pult gehauen oder so. Und ja, und das ist das, was eben auf der Bühne eben die großen, der große Gestus und die laute Sprache, die verständliche Sprache. Und beim Synchron ist es eben, hey, sag mal, was machst du da eigentlich? Bist du wahnsinnig geworden? Oder was ist los? Die Stimmung zu kriegen, das, was der da oben spielt, und das dann irgendwie im Kopf nachzuvollziehen. Und dann kriegt man auch den Ausdruck. Für mich, also, so habe ich eigentlich immer versucht zu arbeiten. Dass ich das so genau verfolge, original gucken, was macht der, ist er laut, etwas lauter, oder kommt vom Regisseur hinten oder vom Tonmeister, sagt, gibt's ein bisschen mehr rüber, ein bisschen. Ne? Und dann muss man halt ein bisschen lauter werden. Aber das sind so die Grundvoraussetzungen. Also ich finde schon, dass wir eine ganze Riege von jungen Leuten haben, die heute in der ersten Reihe spielen, die wirklich richtig gut sind. Richtig gut. Ja. Nee, ich kann da, wir hatten hier auch ein Interview, also ein jemand aus unserer Redaktion hat den tatsächlich im Bekanntenkreis, Patrick Roche. Den hatten wir auch zum Interview. Das ist der, der zum Beispiel in Game of Thrones Kit Harington spricht. und der ist auch ein Synchronkind. Der ist, glaube ich, halb Amerikaner. Ja. Und ist dann aber auch so über die Eltern da reingerutscht. Aber also was ich jetzt gehört hatte, dass so langsam diese Riege der Synchronkinder, dass das so langsam vorbei ist, ne? Ja, das ist vorbei. Also es gibt einfach Produktionen, wo ich also schon Kinder drin hatte, wo ich dann wirklich gesagt habe, Leute, das geht nicht. Das geht nicht. Ich meine, wenn einer talentfrei ist, dann ist er talentfrei. Und ich bin nicht irgendwie von dem lieben Gott dazu erkoren, dass ich durch Handauflegen den zu einem riesen Synchronsprecher mache. Das ist so nicht, sondern es ist mit viel Arbeit verbunden. Mhm. Aber es ist auch so, dass man manchmal Leute hatte, die im Anfang noch nicht so gut waren, aber wo man irgendwo das Talent erkannt hat. Und dann, ja, dann hat sich's doch gelohnt. Dann hat man mit ihnen gearbeitet und immer wieder gearbeitet und immer wieder. Und dann hat man doch gemerkt, aha, da ist doch das, was ich vermutet habe. Also der berühmte Rohdiamant so ein bisschen. Ja, genau. Und da gibt's halt viele davon in unserer Branche. Und es gibt ja auch viele, die also auch im Fernsehen tätig sind. Also ich habe neulich eine Serie aufgenommen mit Thorsten Michaelis, der ein wunderbarer Synchronsprecher ist, ein toller Schauspieler, ein prima Kollege und ganz wunderbar. Sehr wandlungsfähig auch, ne? Der hat auch, wenn der zum Beispiel Martin Lawrence spricht, ne? Ja. Und daneben dann Sean Bean in Game of Thrones zum Beispiel. Ja, bei mir hat er schon Sean Bean gesprochen. Ja, der passt auch perfekt auf Sean Bean, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Sean Bean gesprochen bei mir. Ich kann noch nicht drüber reden, über die kleine Serie, aber ich sage nur, er hat da einen sehr angeknacksten Menschen gespielt, Sean Bean, ganz anders, als wir ihn sonst kennen, in heldischen Rollen. Und
als Gewinner. Da hat er wirklich tolle Schauspielerei und das hat der Thorsten Michaelis toll gemacht. Und dann hatte ich noch drin Olaf Reichmann. Mhm. Der hat diesen Stanley Graham gesprochen. Und Stanley Graham ist der, der bei mir in Boardwalk Empire schon mal was davon gehört oder gesehen? Mhm. Die Serie, ja. Genau. Ja. Die habe ich damals gemacht nach Jürgen Neu. Der hat die erste und zweite Staffel gemacht und hat dann gesagt, er kommt mit dem Originalbildmaterial nicht mehr klar. Er kann das nicht sehen, ob die Texte synchron sind, die er textet. Und dann habe ich das übernommen. Und da war dann die Rolle Al Capone drin. Und die habe ich, das ist Stanley Graham gewesen. Und da habe ich dann den Olaf Reichmann drauf besetzt. Und der war jetzt auch mit drin in dieser Serie. Tolle Leute. Ja, der hat sich auf dem... Ach, Moment, nee. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt verbessere. Ich glaube, Stephen Graham heißt der, glaube ich. Kann auch Stephen sein. Ja, genau, genau. Der ist... Ja, ja, Olaf Reichmann hat sich auf den etabliert. Stephen, ja, ja. Genau. Wollte ich jetzt nicht verbessern, aber... Nee, aber mir fällt das ein. Ja, das ist... ne, ja, aber da weißt du eben, dass ich... mit den Namen bin ich nicht so fit, weil... das wie auch. Also ja, das, es verschwimmt. Es verschwimmt. Ja, es werden ja irgendwann zu viel. Ja, genau, 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 genau. Das ist apropos viel. Ja. Was mich interessieren würde, nach welchen Kriterien lehnst du Rollen ab? Weil ich wette, du sagst ja auch nicht zu allem ja, mache ich, sondern du sagst ja sicherlich auch, nee, da werde ich jetzt nicht mitspielen. Naja, also ich habe ja vor Jahren, hat mich der Hans-Jürgen Wolf, weiß gar nicht, kennt ihr den Namen? Mhm. Ja, ja. Ne? Der hat mich besetzt in The Walking Dead mit so einem Farbigen, der in der Rolle da Morgan hieß. Ich bin da immer rausgefahren nach Marienfelde in das Synchronstudio und ich fühlte mich immer unterfordert. Und das war auch so, dass der wirklich nie große Szenen hatte. Der hatte immer eher kleine Szenen. Er ist halt immer rumgewandert, hat ein bisschen mit seinem Stab da die Leute geschlagen, mit seiner Kampfkunst, mit seiner chinesisch-japanischen, was weiß ich. Und ja, und das war ja dann irgendwann, haben die gesagt, nee, jetzt in dieser Staffel bist du gar nicht dabei. Na gut, habe ich gedacht, na, dann wird sie jetzt irgendwann erledigt haben. Dann ruft mich eine andere Firma an und sagt, übrigens, wir machen jetzt eine Serie, die heißt Fear the Walking Dead. Ja. Und ja, und da war Morgan drin, aber Morgan in richtiger großer Rolle. Also musste ich wieder hin. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich so von meinem, ja, von dem, also von meinem inneren Schweinehund schon bei The Walking Dead eher gesagt hätte, also eigentlich hätte ich da sagen müssen, wenn die anrufen, ja, du hast heute 15 Takes oder 8 Takes, da hätte ich dann schon sagen müssen, nee, Leute, nee, ich komme aus dem Synchronstudio, ich habe mir den ganzen Tag Regie gemacht und soll jetzt noch 8 Takes am Marienfelde rausfahren. Wirklich weit, ja. Ja. Und ich habe es aber doch gemacht, weil man hat ja auch so, das wird einem am Theater anerzogen, nicht? Dieses Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit und sowas alles. Ne? Das sind so die Dinge, die ich halt in meinen Theaterengagements gelernt habe. Und deshalb, das gibt's einfach nicht. Aber heute jetzt, ich werde ja im Januar 74 und da muss ich dann sagen, tja, also nicht mehr für alle kleinen Auftritte möchte ich zugegen sein. Also da sage ich schon ab und an mal, Leute, nee, nee, heute nicht. Oder das ist mir so weit, die Fahrerei und das alles. Das mache ich schon. Aber grundsätzlich mache ich immer noch alles, was ich so kriege. Aber das mit dem Regie führen, das wird im nächsten Jahr irgendwie ganz aufhören. Also ich mache noch zu Ende die Serie Ozark von Netflix. Und weil ich die einfach gut fand, gut besetzt und eine tolle Serie.
und eine sehr echte Serie und eine sehr echte Handlung. Und dann habe ich so gesagt, dann mache ich erstmal vorläufig keine Regie. Wenn dann einer kommt und sagt, du, ich habe einen Spielfilm, willst du den vielleicht machen? Das dauert ja vielleicht nur eine Woche oder so. Da würde ich schon Ja sagen. Aber ich will immer noch sprechen gehen. Sprechen will ich gehen. Und dann habe ich ja auch mit meinem Hörspiel zu tun. Und das soll ja auch weiter voranbetrieben werden und so weiter. Also, ja, ich bin wirklich dieser Beruf des Synchronsprechers. Es gibt einen, der kommt auch in dem Hörbuch vor, was ich vorhabe aufzunehmen. Das wird heißen Der Stimmverleiher. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Geschichte über einen Menschen, also so einen Synchronfritzen wie mich, der zu einer multiplen Persönlichkeit wird durch die vielen Stimmen, die er gesprochen hat. Das ist interessant. Der wahnsinnig spannende Ansatz, ja. Ja. Werde ich mir merken, den Titel. Ja. Ja, das kannst du machen. Den kannst du dir merken. Der kommt, ich weiß noch nicht, ob er im Frühjahr wirklich, ob wir das noch schaffen, weil wir eben mit dem Truschel noch viel zu tun haben. Aber der wird im nächsten Jahr rauskommen, als Hörbuch, auf jeden Fall. Und ja, und dem lese ich natürlich selber, weil ich ja auch die Stimmen gesprochen habe. Denn die kommen ja so ab und zu dann immer dann, wenn er es nicht erwartet, kommen die Stimmen aus ihm raus. Ne? Und das wird so trotzdem ein Dankeschön. Bei aller Kritik, die ich auch anbringe, wird es trotzdem ein Dankeschön sein, weil da kommt einer drin vor, der heißt Herbert A. Knippenberg. Bei dem war ich mal und der wollte mich engagieren für die lustigen Weiber von Windsor. Und zwar, dass ich für seine Hauptrolle, er wollte den Falstaff spielen und ich sollte seine Gänge abgehen während der Probe, damit er, wenn er unten sitzt und Regie führt, dann gehe ich seine Gänge ab. Na, das habe ich nicht gemacht. Aber der hat zu mir gesagt, wissen Sie was, ich sage Ihnen was. Sie werden bestimmt nicht der größte Bühnenschauspieler werden. Aber Sie werden sicher in der Synchronbranche Karriere machen. Und der hat recht behalten. Absolut. Tatsächlich. Und das ist etwas, wo ich eben auch dankbar dafür bin. Also wirklich dankbar für die vielen Leute, die mir geholfen haben. Thomas Danneberg und der mich die ersten, ich weiß noch, wie der sich gequält hat, die Sheriffs von, was weiß ich, wie der Ort hieß. da habe ich den Billy D. Williams gesprochen, übrigens auch ein farbiger, ja. Ja, das zieht sich durch bei dir, ne? Ja. Ja, das hat man aber, man hat mich gerne mit dem besetzt, wegen meiner knarrigen, dunklen Stimme, ne? Das hatte schon für die Ohren, die deutschen Ohren, sicher was Negroides. Wenn ich mal was aufgreifen darf, was du gerade eben erzählt hast zu The Walking Dead, also hättest du dann da gesagt, du machst es nicht mehr, dann wäre ja jemand anders gekommen. Ja. Und wie das jetzt klingt, du schaust ja, also ich gehe mal davon aus, dass du auch Synchro schaust, sowohl Originalton als auch Synchro, denke ich mal. Ja. Wie ist das denn für dich, wenn du irgendwas schaust und da dann plötzlich, sagen wir mal, so von einer Staffel auf die andere die Stimme gewechselt hat? Das ist merkwürdig, oder? Ja, ist es. Aber ich weiß immer nicht, was die Produktion oder auch die Auftraggeber sich dabei denken. Da musste es eben schneller gehen. Da war jemand im Urlaub oder sonst irgendwas. So habe ich ja auch den Film verloren, den Tarantino-Film, den Helmut Krauss gesprochen hat. Ich sollte den eigentlich machen. Aber sollte den sprechen. Und das ging nicht, weil der Film von Tarantino, wenn der einen Film ansagt, der wird jetzt synchronisiert, also einen Dubbing-Auftrag gibt, dann verschiebt er sich von Januar auf Februar, von Februar auf März, von März auf April, von April auf Mai. Und meine Tochter war damals noch schulpflichtig und so. Und ich hatte einen Flug gebucht nach Teneriffa. Ich hatte damals da so eine kleine Wohnung. Und ja, also ich wollte einfach
dann, als es Juli wurde und die Flüge waren dran und da war auch keiner bereit dazu, die Flüge zu bezahlen. Die waren sehr teuer damals. Und so bin ich das dann eben nicht geworden. Ich habe gesagt, ja Leute, dann kann ich es eben nicht machen. Tut mir leid. Ja, das bereut man, glaube ich, im Nachhinein bei Pulp Fiction, oder? Ja, aber ich meine, der ist doch auch toll geworden. Ich meine, der ja, ist ja tolle Synchro geworden, ist sowieso ein guter Film im Original. Helmut Krauss hat das wunderbar gemacht, dessen Stimme fand ich auch immer gigantisch. Ja. Die war auch, also in dem Film, das muss man sagen, da ist Helmut Krauss schon, also gerade diese Schlussszene mit Honey Bunny oder wie die heißt, glaube ich, in diesem Diner, das ist ganz großes Synchronkino, wirklich. Ja, ja. Eine großartig. Würdige Vertretung. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das muss man sagen, das ist so. Und ja. Aber ich kann deshalb trotzdem nicht sagen, ich bereue das oder nö. Dann hat es eben ein anderer gemacht und der hat es gut gemacht. Ich hätte es auch gut gemacht, wenn ich den Film gekriegt hätte. Dann Tarantino macht ja jetzt, glaube ich, noch einen Film. Vielleicht. Sagt er. Ja. Das sagt er seit Jahren. Nee, er hat ja schon lange gesagt, 10 Filme will er machen. Ja, ja, er will als einen. Er macht einen Film und da weiß ich auch, dass Sam Jackson wieder drin ist. Das ist schon mal gut. Ja. Ja, da freust du dich schon. Ja. Ja, das ist ja der Lieblingsschauspieler von Tarantino. Ja, wirklich. Mehr als nachvollziehbar. Der ist ja, du warst doch, glaube ich, lass mich überlegen. Doch klar, du warst selbst in Inglourious Basterds, warst du die Erzählstimme, ne? Ja, genau. Ja. Da hat er zwar keine Rolle für den gefunden, aber da hat er gesagt, komm, du machst hier jetzt den Erzähler. Ja. Aber das war auch super, da erinnere ich mich noch irgendwie so von wegen, natürlich ist er, als die Bastards von ihm erfahren haben, nie dort angekommen. Ja, ja, das war großartig, wirklich. Oder dann noch dieser kleine Vortrag über Nitro-Film, glaube ich. Ja. Ach, es ist herrlich. Ja. Du sprachst ja, oder man hört es ja sehr raus, einfach bei dir mit der, oder wie du auch immer wieder auf deine Stimme kommst. Wie pflegst du oder trainierst du denn deine Stimme? Ich habe das mal gehört zum Beispiel, dass, ich glaube, der ist ja mittlerweile auch verstorben, Harry Rowold beispielsweise hat tatsächlich mit Whisky seine Stimme fit gehalten. Wie ist das bei dir? Ja, das geht gar nicht. Ich trinke überhaupt keinen Alkohol. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich war bei Edith Hildebrand in den 60er Jahren, End-60er Jahren. Das war eine Schauspielerin, die Schauspielunterricht gegeben hat. Mhm. Und die hat uns auch, Manne Lehmann und mir, das Sprechen beigebracht. Und das heißt, wir wissen ganz genau, was wir machen müssen. Also wenn ich ins Studio fahre und ich sitze im Auto, da mache ich zum Beispiel, je nachdem, was ich so zu erwarten habe, mache ich Resonanzübungen. Ich mache jetzt mal eine. Ne, ni, ne, ni, nu, 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 ne, ni, nu, 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 ne, ni, na, nu, nu, na, ne, ni, nu, nu. Ja? Mhm. Oder eine schnelle Übung ist balabala 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 balabala. Und dann gibt es noch schnelle Sätze. O du David Däsel, der du dir die da und du Dörtchen dämst, die du dir den da erwählet hast. Und diese schnellen Sätze stehen alle im kleinen Hai. Das ist ein Buch zum Erlernen des Sprechens. Okay. Und diese Übung mache ich und so halte ich meine Stimme fit. Also diese Resonanzübung, ich habe mal Improvisationstheater habe ich mal gespielt und da haben wir sowas auch mal gemacht tatsächlich, haben sich alle wirklich in den Kreis gestellt und so weiter. Ja, ja, ja. Theater muss man das sowieso machen. Ja, auf jeden Fall. Theater musst du ja von der ersten Reihe bis hoch in den Gepäckträger zu hören sein. Ne? Also wir haben den ersten Rang oder den zweiten Rang, haben wir Schauspieler immer Gepäckträger genannt. Ja, aber da musst du ja auch noch zu verstehen sein. Und zwar auch, wenn du leise bist. Ja, das ist, glaube ich, wirklich die Kunst. Ne? Man muss ja wirklich mit der Stimme den Raum ausfüllen einfach. Ne? Ja, ja. Genau. Da wäre jetzt so die Frage, weil du ja auch so von der Professionalität des Sprechens jetzt redest, auch ein interessanter Satz.
Wie ist das denn, wenn du eine Synchronisation siehst, kannst du dann wirklich abschalten und das genießen oder hast du die ganze Zeit, weil du ja auch zum Beispiel Dialogregie führst, hast du dann wirklich so das professionelle Ohr, was mithört, oder kannst du das wirklich einfach schauen? Also das kommt auf die gemachte Synchro an und auf das Werk. Also es gibt Filme, die ich gesehen habe, wo ich die ganze Zeit im Kino gesessen habe und immer gedacht habe, komm, das ist ja völlig asynchron. Nee, das sieht ja überhaupt nicht aus. Und so, ja. Aber dann gab es Filme, wo ich nach 3 Minuten überhaupt nicht mehr drauf geachtet habe. Der Club der toten Dichter zum Beispiel. Nicht der synchronste Film, den ich jemals gesehen habe. Aber das war so eine tolle Synchro und das war so dem Film entsprechend und war so ein tolles Werk auch. Ja, und so ist das auch bei mir. Wenn ich also bei Serien sitze, die mich faszinieren, dann achte ich nicht mehr auf Synchronität oder auf Stimmen oder ob die richtig sind, sondern gucke ich mir das Werk an und dann ist gut. Dann ist man so drin halt, ne? Das ist ja die Immersion dann, ne? Genau. Dann hast du, es gibt so, also so die letzte große Serie, die ich gesehen habe, war, wie heißt das, so eine Western-Serie mit, jetzt weiß ich nicht, wie er heißt. Bei Netflix eventuell? Ja, bei Netflix nicht, bei Magenta läuft sie. Okay. Und das ist so, Bettina, wie heißt denn die Western-Serie? Die Stevenson oder Stetson oder wie heißt die denn? Weiß ja nicht. Weiß meine Frau auch nicht. Dann setzt mir jetzt an mir ein. Also jedenfalls, ein großer Schauspieler spielt da die Hauptrolle. Ein richtiger Hollywood-Star. Und mit Kevin Costner. Ja, mit Kevin Costner. Ach, diese, Gott, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Ja. Die ist auch von Taylor Sheridan, die Serie, glaube ich. Ne? Ja, das stimmt, ja. Genau. Ach, hier, Yellowstone heißt Yellowstone, die. Ganz genau. Ja. Und mit Kevin Costner. Das ist eine Serie mit Schauspielern, die mich also von der ersten bis zur letzten Folge gefesselt haben. Übrigens auch Game of Thrones oder all die anderen, wie ich sehe. Am liebsten sehe ich Kostümfilme. Also nicht die heutigen, weil es ist ja so, wenn du amerikanische Filme guckst, ist ja immer eigentlich das Thema Law and Order. Ja, wirklich. Ja. Und das im Westernfilm und jetzt in vielen Krimis ist eigentlich immer das Thema. Es reproduziert sich ja. Ja, genau. Und da finde ich dann schon manchmal so, wesentlich nicht, gefällt mir nicht. Mache ich aus. Ja. Aber ansonsten gucken wir eigentlich, wir gucken oft und gerne die neuen Sender. Und und ich will ja auch immer wissen, was in der Branche so gemacht wird. Ist es gut, ist es schlecht? Der und der hat Regie geführt, das gucke ich dann nach. Und dann, wenn es mir gefällt, Donnerwetter, toll, schön. Ja, steht ja in Zeiten von Streaming mittlerweile auch jedes Mal eine Texttafel jetzt inzwischen da, ne? Deshalb bei Disney Plus ist das immer sehr lustig oder bei Netflix. Da muss man dann von der eigentlichen Spielzeit immer mindestens 3 Minuten abziehen, weil dann wirklich aus allen Herren Ländern die Synchrontafeln durchlaufen, ne? Genau. Also zum Beispiel Penny Dreadful heißt es, glaube ich, die Serie. Großartig. Das Spiel, da wird ja Eva Green wird ja da von, weiß ich, von wem sie gesprochen wird, aber großartig synchronisiert. Wie? Ach ja, von Katrin Zimmermann wird die gesprochen. Eva Green. Stimmt, ja. Und das ist einfach eine Synchronisation, die ist toll. Toll. Super. Und das ist ja, ich meine, gut, da haben sie nun alle Storys drin verbraten, die wir überhaupt kennen. Dracula und so weiter, ja. Also, aber trotzdem ist das gut geworden. Das hat Sinn und Verstand und fand ich spannend. Du hattest ja jetzt gerade auch so von der Qualität von Synchronisation gesprochen.
Also ich sehe, kann ich sagen, es ist ähnlich wahrscheinlich wie bei dir. Ich schaue sowohl sehr viel im O-Ton, aber auch in der Synchronisation. Mhm. Wenn ich dann irgendwas auf Netflix schaue, wechsle ich dann auch mal, weil ich dann irgendwie auch neugierig bin, welche Sprecher sie genommen haben. Mhm. Man hört aber trotzdem in den letzten Jahren halt immer mehr, dass so die Qualität der Synchronisation abnehmen würde oder dass viele Sachen irgendwie nicht mehr so toll sind wie früher. Ist das auch dein Eindruck? Sowas darf ich ja eigentlich gar nicht sagen. Oder wie nimmst du das wahr, einfach von dem Feedback vielleicht, was auch du bekommst? Ich glaube, dass, also einmal ist es dem geschuldet, glaube ich, dass sie nicht wirklich im Dialog gesprochen wird. Also dass zwei, die sich miteinander unterhalten in einer Liebesszene, wenn die jeder für sich alleine spielt, natürlich haben die alle schon eine gewisse, die ganzen Sprecherinnen und Sprecher schon eine gewisse Routine darin. Ja, aber trotzdem wäre es noch anders, wenn man Dialog spricht, wenn man miteinander spricht. Das wäre schon mal Nummer eins. Nummer zwei ist, dass alles ja doch in einer gewissen Zeit abgewickelt sein muss. Mhm. Also, und die Zeiten sind, glaube ich, ein bisschen kürzer geworden seit den Streaming-Diensten, weil die ja natürlich den Auftrag übernommen haben, immer wieder Neues reinzuschütten. Ne? Das ist ja nicht wie bei ARD und ZDF. Dass die haben ja alle Zeit der Welt und die kommen dann irgendwann raus mit einem Fernsehfilm, nicht? Und, ja. Liegt doch an der Veröffentlichungspolitik, weil Netflix hat ja so diese Binge-Kultur etabliert. Ja. Und ich habe das also auch zum Beispiel im Interview mit Patrick Roche bei Game of Thrones meinte er zum Beispiel, dass sie wirklich jede Woche eine Folge gemacht haben. Also, dass es nicht so ist, dass sie diese ganzen Sachen auf einmal bekommen. Bei Game of Thrones war ja auch große Geheimhaltung bei der 8. Staffel. Ja. Also ich denke mal, dass das jetzt auch dann deutlich schwieriger ist, dass man da nicht nur irgendwie pro Woche eine Folge synchronisiert, sondern wirklich so eine ganze Staffel, ne? Richtig. Und es ist dann auch schwierig, die ganzen Leute zu buchen, etc., ne? Naja, weil die eben auch alle viel zu tun haben. Die sprechen da für Netflix und dort für Prime und das und dies und da und dort. Dann haben sie keine Zeit, dann muss man da wieder einen Weg finden. Also am schwersten haben es heute, also für die Disposition jedenfalls, die Aufnahmeleiter. Die müssen heute wirklich fit sein am Telefon und alles organisiert. Hier okay. Ja, also ist schon. Ich glaube aber, dass dem das auch geschuldet ist, dass es nicht immer so gelingt, dass ihr dann schon, wenn man es hört, wenn man als Nicht-Synchronmensch es hört, dass was nicht richtig sein kann oder dass was nicht gut gemacht ist, dann müsste es eigentlich schlecht sein. Mhm. Ne? Also ich höre es sowieso, aber wenn ihr schon sagt, ihr guckt manchmal was oder denkt ihr, also es ist irgendwie alles ein bisschen schwächer geworden. Und ja, auch die Übersetzung natürlich auch, ne? Das, ich meine, das sind ja Dialogbücher, die müssen ja auch geschrieben werden, ne? Und das muss ja auch alles immer schneller gehen. Ja, natürlich. Ja. Und es kommen immer mehr Streaming-Dienste dazu. Ja, ne? Ja. Man hat das ja auch sehr deutlich, da wollte ich noch einen Punkt aufgreifen. Man hat das ja sehr deutlich gemerkt, letztes Jahr im Frühjahr, als ja aufgrund der Pandemie die Atelierarbeit im Synchronstudio erstmal dicht gemacht wurde für einen Monat. Und da war es dann irgendwann auch so, dass dann plötzlich Serien dann plötzlich nur im O-Ton kamen mit Untertitel, weil halt die Synchronisation nicht gemacht werden konnte. Ja, ja. Da würde mich jetzt interessieren, wie hast du diese Phase erlebt und was hat sich so danach geändert für dich so im Alltag, im Synchronstudio? Also nach dem Anfang der Pandemie, ja, also genau. Die erste Corona-Lockdown, ja, da, ich habe ja in der Zeit noch Anfang des Jahres 2020 haben wir ja noch die dritte Staffel von Ozark gemacht.
Und dann ging das aber los und deshalb habe ich also gar keinen richtigen Bezug dazu, weil ich war dann einfach nicht im Synchronstudio. Also ich habe dann, als sie wieder aufgemacht haben, dann war es so wie vorher, also für mich jedenfalls. Es musste nicht schneller gehen, es musste nicht langsamer gehen, das Tempo war immer noch da. Und alles gut. Also ich kann nicht sagen, dass sich da wirklich was verändert hat dadurch. Aber es hat sich auch verändert, weil wir alle immer mit Masken und uns gar nicht mehr erkennen. Ne? Wir laufen immer mit Masken durch die Schule. Ich sage immer, bitte einmal lüften, danke. Ja. Zur Identifikation. Ja. Das ist ja furchtbar eigentlich alles. Und es wird, glaube ich, noch schlimmer werden, als wir erwarten. Ja, ich hatte irgendwas gesehen von Oliver Rohrbeck, glaube ich mal, der ja deutsche Synchronstimme von Ben Stiller und auch sehr bekannt mit Die drei Fragezeichen. Das macht er ja, glaube ich, schon. Ist auch wieder ein Synchronkind tatsächlich, ne? Wahrscheinlich. Mhm. Und der hatte dann, glaube ich, mal irgendwie ein Video auf Facebook gestellt, dass sie jetzt die Arbeit an einem Hörspiel, glaube ich, wieder aufnehmen. Und dann hat er gezeigt, oh, da ist der Aufnahmeleiter und wir halten schön Abstand und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, dass gerade die Synchronbranche jetzt nicht solche Schwierigkeiten hatte, sich an die Gegebenheiten anzupassen, ne? Naja, sicher. Sicher. Das war schon alles schwierig. Also ich meine, wir haben ja jetzt, wenn du jetzt in der Regiebox sitzt, dann ist so eine große Plastikscheibe zwischen dir und dem Tonmeister. Ne? Und für die Sprecher, die meisten haben, also bei einer Firma haben sie es auf dem Monitor rechts, da ist der ganze Text, läuft da. Bei anderen, die haben kleine Laptops die haben so kleine Computersachen da liegen, da ist der Text dann drauf. Ja, es ist nicht einfacher geworden. Man passt sich an. Ja. Man passt sich an, muss man ja, wenn man da weitermachen will. Ne? Ja. Ja, übrigens, Rohrbeck war ja mein Sohn in der Cosby-Show. Der war ja Theo. Das ist ja so recht. Ja. Ja, mein Gott, ey, das ist er. Dann, ja. Ach Mann, jetzt fällt mir. Nee, das ist ja Steve Urkel hier. Santiago Ziesmer ist Steve Urkel, ne? Genau. Das ist auch legendär, die Voice Performance. Ja. Die ganze Stimme ist legendär. Santiago. Ja, da habe ich, glaube ich, auch mal irgendwie einen Clip gesehen von Santiago Ziesmer, wo er irgendwie, glaube ich, beim Bäcker steht und ein Kind ihn irgendwie erkennt und er fängt halt wirklich an zu reden wie SpongeBob. Ja. Und das ist ja wirklich Wahnsinn, wie der, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, weil ich habe das Original auch schon gehört, ich würde so weit gehen, dass mir Santiago Ziesmer besser gefällt als die US-Version, wirklich. Das ist oftmals so. Das ist des Öfteren schon passiert und ist des Öfteren so. Hattest du denn auch schon mal solche Begegnungen im Alltag, wo die Leute dich an der Stimme erkannt haben und dann vielleicht sogar gewundert haben, dass du nicht schwarz bist? Auf Rügen. Auf Rügen? Ja. Mhm. Ich hatte mir neu einen Wohnwagen angeschafft und der stand da auf einem Campingplatz. Und ich bin ja nun, weiß Gott, kein Camper. Ich bin überhaupt nicht begabt in diesem Ding. Ich wusste überhaupt nicht, dass eine Gasflasche andersrum aufgedreht wird als alle anderen Sachen, die man aufdreht, zum Beispiel Wasserhahn. Ja, und ich war dann so bei so einem Angelladen drin und ich sage, also ich komme hier mit dem Anschluss überhaupt nicht klar, weil der muss kaputt sein. Also ich krieg das jedenfalls nicht verschraubt mit der Flasche. Und da sagt der dann, ja, nee, da müssen wir andersrum ran und dann andersrum drehen. Und dann wird sich das verschrauben. Ach so. Ja, sagt er, das ist beim Camping alles ein bisschen anders. Sagen Sie mal, sind Sie sowas wie der wusste das Wort nicht genau. Synchronsprecher. Ja. Ja, sag ich, bin ich, ja. Dann sind Sie die Stimme von dem schwarzen Arzt. Geil. Das ist doch echt.
Ja. Ist das schwarzen Arzt. Ja. Cosby konnte er nicht, glaub, wahrscheinlich nicht aussprechen. Aber der Schwarze. Ja, hat mich wiedererkannt. Aber wieder die Verlinkung mit Afroamerikanern. Das ist wirklich, ja. Das ist ja faszinierend irgendwo. Aber ihr müsst euch Gene Hackman angucken. Schneller als der Tod, dann werdet ihr staunen. Ja, den habe ich mal gesehen. Da ist sogar lustigerweise der junge DiCaprio drin. Richtig. Oh. Ne? Das ist ein Western. Entschuldigung, das ist ein Western von Sam Raimi, ist der sogar. Ja. Genau. Das ist der erste digitalisierte Westernfilm. Weil, wenn Hackman geschossen hat gegen einen anderen und hat dem ein Loch in den Kopf geschossen, dann stand die Kamera hinter dem und sah, wie die Kugel hinten ausgetreten ist. Und dann sah man durch das Loch Gene Hackman da stehen. Okay. Ist auch interessant dann anzusehen, ne? Ja, aber das hätte man früher gar nicht gekonnt. Also das konnte man nur mit digitalisierten Drehweise. Deshalb, das weiß gar keiner mehr. Ich glaube, das war der erste digitalisierte Film überhaupt. Ja, so um die Zeit, also große Wende war ja, glaube ich, für den digitalen Film Star Wars Episode 2, glaube ich. Der wurde als erstes komplett digital gedreht. Und das sieht man leider auch. Ja. Aber der gilt als schon als Meilenstein in der Hinsicht tatsächlich. Ja. Musste mich aber nicht nachfragen. Ich habe Star Wars habe ich nie gesehen. Aber du hast doch auch bestimmt. Die Originalteile nicht? Wie? Weißt auch du? Die Originalteile nicht? Nee, auch nicht. Aber auch du nicht. Hast eine okay. Sprechrolle in Star Wars, glaube ich. Tatsächlich. In The Clone Wars hast du eine Sprechrolle. Ach, auf so. Oh ja, The Clone Wars, aber das ist ja was anderes. Genau. Ja, es ist. Und das war, glaube ich, auch unter Dialogregie von Marius Claren, ne? Glaube ich. Nee. Das oder? War jemand da von SDI. Nee. Okay. Nee, ich weiß nicht, also Marius habe ich da nie gesehen. Okay, ich hatte das irgendwo, manchmal ist das komisch in meinem Kopf, wie es irgendwie alles abgespeichert ist. Mhm. Ich hätte aber noch eine Frage grundsätzlich zur Synchronisation, so abschließend einfach. Man hört ja einfach auch aufgrund der durchwachsenen Qualität manchmal in der deutschen Synchronisation, wobei aus meiner Sicht ist das Meckern auf sehr hohem Niveau, weil wenn man, hast du ja auch schon erwähnt, auch zum Beispiel, wenn du irgendwie siehst bei Wetten, dass oder so damals, da waren dann auch Hollywood-Stars, die dann die deutsche Version gehört haben und die waren total begeistert davon. Total begeistert von dieser Technik, weil die kennen das ja in der Form gar nicht, nur bei Animationsfilmen höchstens. Ja. Und trotzdem gibt es halt immer wieder mal diese Stimmen, die sagen, ja, deutsche Synchronisation sollte man ganz sein lassen, man sollte nur noch Original mit Untertiteln zeigen. Das geht ja auch in Ländern zum Beispiel wie Holland, wird das ja so gemacht. Und dann habe ich auch schon mal wirklich Töne gehört, die meinten, Synchronisation sei ja auf eine gewisse Art irgendwo kunstfeindlich, was ich dann schon eine sehr harte Aussage finde. Wie denkst du denn darüber? Also erstmal kunstfeindlich ist ja völlig, völlig idiotisch. Das ist nicht kunstfeindlich, sondern es ist ein Beruf, ein Nebenberuf früher der Schauspielerei. Heute ist es ein Hauptberuf. Und es entstehen ganz tolle Dinge dabei. Nur diese Leute, die alle meinen, sie können alle englischen Dialekte und alle Slangs, und das kann niemand, das weiß ich, die würden in manchen Filmen, zum Beispiel jetzt, was ich gerade gemacht habe, die Serie mit Sean Bean, das ist in Cockney-Englisch, das verstehen nur ganz wenige. Ich auch. Da musste ich aber immer ganz genau hinhören. Das musste ich mir mehrmals anhören, dass ich den Satz im Original verstanden habe. So, aber das ist so eine Arroganz der Jugend, der Intellektuellen, was weiß ich. Der einfach sagt, ja, das zerstört doch den ganzen Film und so weiter. Das sind ganz viele Filme auch verbessert worden in der Synchronisation.
Also ich habe ja zum Beispiel eine große Regie gemacht in einem Kinofilm, der hieß Heat. Oh. Klassiker. Ja. Jetzt holt es hier ein Kaliber raus. Ja. Und da habe ich die Dialogregie gemacht. Oh. Ich habe nicht das Buch gemacht, sondern das hat die Madame gemacht. Und dann haben wir da mit Supervisorin und so weiter für Warner da gesessen und diesen Film synchronisiert mit allen möglichen Synchronstars. Christian Brückner, Frank Albrecht und was weiß ich alles. Und ja, und das war eine gelungene Synchronisation. Und dann haben die irgendwo mal geschrieben, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitung, zum ersten Mal eine Synchronisation, die nicht wie eine Synchronisation wirkt. Oh, wow. Ja. Also. Das ist das Gegenteil von dem, was man heute hört, ne? Ja. Ja, also ja. Wo man wirklich sich die Zeit auch hatte. Wir haben den Film, wir haben gebraucht 3 Wochen. Also das für ist jede, heute nicht mehr so, ne? Für ja. jede Stunde 1 Woche. Nur bei bestimmten Regisseuren schon. Also wenn der Christoph Zirpka einen Tarantino-Film macht, dann hat der Zeit. Ist so. Und mit Recht. Ja, da hängen, ja, die auch, hängen die auch in Ostamerika dann wahrscheinlich auch ein bisschen hinter, weil du ja schon meintest, die achten auch auf hier Wellenform und so weiter oder was du meintest. Ja. Das ist natürlich dann schon ein anderes Kaliber als jetzt, weiß ich, also es hat Tarantino, ne? Ja. Da ist natürlich auch eine gewisse Qualitätssicherung an der Stelle, denke ich mal. Genau. Aber das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Also zum Beispiel im Serienbereich ist das, glaube ich, dann nochmal anders. Ich habe auch mal ein Interview gehört, auch ein sehr langes, mit Nana Spier. Mhm. Das ist ja die hier beispielsweise, Fendi Newton spricht in Westworld. Mhm. Und die meinte auch, dass es teilweise heute sehr, sehr schnell gehen muss. Also die war zum Beispiel auch bei einer Serie Gilmore Girls. Und da hat sie dann wirklich erzählt, ja, da hat man sich dann mal irgendwie 2 Wochen zusammengesetzt und das gemacht und so eine Staffel, und heute muss das teilweise wirklich in 10 Tagen oder so oder noch weniger über die Bühne gehen. Ne? Das ist das Problem. Aber ich halte im Gegensatz zu diesen Leuten, die das gesagt haben, was du vorhin gesagt hast, halte ich Synchronisation für eine eigene Kunstform. Und es wäre schön, wenn sie sich nicht selbst verraten würde, sondern wenn sie am Ball bliebe und immer dahinter stehen hat, wir wollen das Bestmögliche machen. Das wäre eigentlich schön. Ne? Und sonst könnte es auch wirklich sein, dass man untertitelt. Also wenn die Qualität wirklich nachlässt, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann so eine Entscheidung getroffen wird. Und dann gibt es ja noch das Start-up aus Israel. Okay. Ja, die haben Morgan Freeman in einer anderen Sprache sprechen lassen, aber mit seiner Stimme. Okay, ja gut, die Stimme ist natürlich, aber da haben wir ja jetzt auch hier in dem Killers Bodyguard 2 hat ja, glaube ich, Jürgen Klugart ihn gesprochen. Jürgen Klugart, ja. Genau, der sich hat ihn als erster gesprochen. Genau, der hat sich jetzt... Der hat ihn vor Sonnenschein gesprochen. Ach so, okay. Ja. Aber weil Sonnenschein war ja so lange jetzt auf ihm und ich muss sagen, ich vermisse auch Sonnenschein sehr auf Morgan Freeman tatsächlich, ohne das jetzt böse zu meinen. Jürgen Kluckert macht das großartig, aber... Weil der hat eine schöne Stimme, der Jürgen Kluckert, und das ist prima. Und der hat die ersten Morgan Freeman-Filme, hat alle der synchronisiert, bis dann irgendein Supervisorin oder Supervisor irgendwie, nee, ach, ich weiß nicht, die Stimme... Ganz zu tief und so. Ja. Und dann war es eine Entscheidung getroffen und dann hat man Sonnenschein. Sonnenschein hat ja viele gesprochen. Ja, tatsächlich. Viel mehr als andere. Und ja. Also. Und ich fand es nicht immer gut. Weil ich eben immer die Stimme erkannt habe, weil ich Stimme Klaus habe ich immer erkannt. Der war toll, aber der hätte nicht alles sprechen müssen.
Aber da hört man dann jetzt auch wieder raus, da gibt es ja dieses ganz berühmte Beispiel, da hat sich ja Thomas Danneberg, glaube ich, mal vor ein paar Jahren wirklich aufgeregt, hier mit Escape Plan, wo Sylvester Stallone und Schwarzenegger zusammen zu sehen waren. Und er dann, glaube ich, nur einen sprechen durfte oder nicht ja, beide? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es gibt einen Film, wo die beide drin waren, da hat er beide gesprochen. Und das, was er denkt, was er dachte, dass er so unterschiedlich sein kann, dass wenn der andere im Off steht, dass man ihn da nicht erkennt oder so. Aber wenn das so eine Szene war, wo die einen Zweier hatten, Zweier-Dialog, der hier, der mal im Off, der im On, der andere wieder im On, der im Off, das war schon schwierig. Also da sind wir auch nicht davor gefeit, niemand. So, dann müssten wir was ganz anderes machen. Dann müssten wir vielleicht einen so sprechen oder sowas. Ja. Dann könntest du vielleicht noch sagen, dass da ist doch, ist das der Danneberger? Nee, der Nordhausen? Nee, das war der nicht. Nee, aber also eigentlich ist schon gut, wenn da jeder seine eigene Stimme hat. Aber es gab eine Zeit, wo sie so eben so tolle Sprecher wie Thomas Danneberg dann auch viele besetzt haben. Und ich halte das, ja, ich finde das hat die Branche nicht mehr nötig gehabt eigentlich. Man hätte für jeden eine Stimme aussuchen können. Ja, ich erinnere mich auch, ich habe, glaube ich, mal, wie hieß der denn nochmal? Ich glaube, einen Film mit Johnny Depp und Christian Bale, Public Enemies. Und da hatten sie dann auch für Christian Bale jemand ganz anderes genommen und es klang schon, ich glaube, Sascha Rotermund war, dass der auch ein großartiger Sprecher ist. Aber das war dann auch schon irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ja. Das ist schon manchmal schwierig, ne, wenn man dann plötzlich Schauspieler zusammen hat, die eigentlich dieselbe Stimme haben. Da hat man ja auch keinen Einfluss drauf. Ja, wir schreiben mal nach Hollywood. Wir sollten das gefälligst lassen. Ja, irgendwo habe ich das sogar mal gehört. Das hat, glaube ich, hier Joachim Kerzel mal gesagt, dass oder irgendwas war da, dass Jack Nicholson, glaube ich, gesagt hat, die deutsche Synchro kriegt Ärger mit ihm, wenn Joachim Kerzel jemals umbesetzt wird auf Jack Nicholson. Irgend sowas war da. Da hat ihn leider die Zeit überholt. Der macht doch nichts mehr. Der macht nichts mehr, genau. Aber ja, er war zum Schluss, glaube ich, bis Joachim Kerze. Aber ja, ihr habt ja, hört man ja dann. Ja, der hat ihn immer gesprochen, ja. Man hört das ja, ihr habt ja nicht so wirklich dann Einfluss darauf einfach, ne? Nö, haben wir. Und als Regisseur kann man sagen. Genau, das schon, ja. Aber darauf einer hört, das steht auf dem anderen Blatt. Weil ich hatte nämlich noch was gehört und das konnte ich wirklich kaum glauben. Ich hatte noch ein älteres Interview mit dir gesehen und da hattest du, glaube ich, erzählt, dass bei Hateful Age tatsächlich wohl im Raum gestanden haben soll, dass man dich umbesetzen würde, dass man die Stimme für Sam Jackson umbesetzen würde? Ja. Ja. Kann ich ja kaum glauben, wirklich. Ja, das war nicht. Das war erstmal so. Ne? Der Christoph sagte, ich weiß noch nicht, ob du den sprichst. Das ist bei dem immer ganz. Ne? Ja, aber der konnten Helmut Krauss konnten sie da nicht mehr nehmen, weil Helmut Krauss schon sehr gealtert war in der Stimme. Ja, der hat ihn ja dann in Star Wars gesprochen, ne? Das war, ja, das kommt dann zeitlich auch wirklich genau hin, weil du ja meintest, dass du so ab 2000 mit Shaft dann auf Sam Jackson wirklich feste warst. Ja, ja. Und Helmut Krauss, das war ja 1999, also das kommt ja, also mit Star Wars Episode 1, das kommt ja genau hin, ne? Ja. Was mich mal interessieren würde, ist so dein Verhältnis zu Samuel L. Jackson. Also wann hast du ihn das erste Mal gesehen, wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Wie ist da die Beziehung zwischen euch? Was kannst du uns dazu sagen? Ich habe ihn noch nie gesehen. Persönlich. Noch nie gesehen? Okay. Ich habe ihn auch noch nie getroffen, weil ich halte nichts von diesen, auf diese Previews zu gehen, wo du dann, wenn du zu deinem Star willst, von einer Rotte von Bodyguards abgehalten wirst davon. Mhm. Das muss, wenn verabredet sein, da kann man das machen, aber es ist auch so, was soll der mir sagen? Was sollen wir uns zu sagen haben? Der guckt mich an und denkt, ach du lieber Gott, ein Mädchen. Wie heißt der? Der heißt doch noch von Nordhausen, um Gottes Willen.
Das ist ja meine deutsche Stimme, na, fürchte. Heilige Scheiße. Ja. Motherfucker, ja. Motherfucker. Oh, also ich meine, es hat für die Leute, das sind bekannte Leute, die sind auf der ganzen Welt bekannt. Ja. Mich ja kennt man hier in Deutschland. Ich fühle mich auch nicht als Synchronstar. Obwohl in Deutschland sogar der Wettermann heute ein Star ist. Ja. Ja. Ich finde, ich bin einer, ich stehe im Synchronsprechen in der ersten Reihe, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich denke, ich bin ein Star. Es gab aber auch mal, das hatte ich mal mitbekommen, dass Robin Williams, glaube ich, sogar mal irgendwie Per Augustinski gedankt hat mit Thank you for making me famous in Germany oder sowas. Ja, das, also, ist, ja, das gab's, ja. Na? Gab's, ja. Aber ja, ich glaube, der Sam Jackson, der guckt ja alle seine Filme, das ist ja das Irre, auch die schlechten. Der guckt alle Filme, findet sie immer großartig. Ja, hat er mal gesagt im Interview. Ist doch auch gut. Aber ob der die deutschen Versionen guckt, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Also ich hatte eine Einladung für Tarantino-Film. Für die Preview hier in Berlin, Tarantino war anwesend, alle waren sie anwesend. Nur ich war nicht anwesend. Es ist nicht mein Ding. Es ist einfach nicht mein Ding. Ich bin da zu selbstkritisch, dass ich also dahin gehe und denke, mich verbindet irgendwas mit dem für den. Die Filme laufen überall auf der Welt und dann kommt da einer für diesen deutschsprachigen Raum und der will da irgendwie was dazu. Naja, nee, mache ich nicht. Also okay. Du bist dann eher so die Stimme im Hintergrund oder die im Studio. Ja. Und die bin ich auch gerne. Ja. Ja, also der große Regisseur Fritz Kortner, ein großer Theaterregisseur, war jüdisch und hat natürlich diese ganze Scheiße mitgemacht hier in diesem Land. Und der hat zu Wolfgang Lukschi, der ja auch große Leute synchronisiert hat, der hat zu ihm gesagt, Lukschi musste sich von der Probe... Herr Kortner, Sie wissen, ich habe einen Synchrontermin, den habe ich auch angesagt. Ich muss jetzt los, sonst komme ich da zu spät. Und dann hat der Kortner gesagt, ach, Lukschi, Sie mit Ihrem Dunkelgewerbe. Und darauf hat Lukschi gesagt, ja, Dunkelgewerbe, aber das Geld gibt's im Hellen. Das ist mal eine Ansage. Ja. Ja, so ist es mit uns. Das Dunkelgewerbe, ja. Ja, ja, viel Spaß im Dunkeln, wie es ja immer so schön heißt. Ja, ja, genau. Und im Dunkeln ist gut munkeln, ne? Ja. Ja. Licht aus, Messer raus. Ja. Genau. Okay, Werner, hast du noch eine Frage? Mich hätte jetzt noch interessiert, wieso du noch kein Star Wars angeschaut hast. Bist du eher so der Trekkie-Fan oder magst du Science Fiction nicht? Ich habe das einfach, ich habe es von Anfang an nicht gesehen und ich bin da, ich habe auch viele Science Fiction Serien und sowas alles gesehen, aber das ist an mir vorbeigegangen. Okay, einfach so nicht interessiert. Kannst du nicht sagen. Also ich war nie im Kino, ich habe es dann, als es hier in den Streamings oder so ist. Nee, ich habe es nicht geguckt. Schade. Okay. Schade. Ja. Habe ich eine große Sache versäumt, ja. Na, die neuen Teile, da hast du nichts versäumt. Okay. Ja, vielleicht ja. Vielleicht gesagt. Ja, das haben wir mehrere gesagt. Ja. Vielleicht die Klassiker nochmal nachholen. Wobei, ja gut, das ist die Frage, ob man dann noch so... Bei Star Wars muss man auch so ein bisschen aus Kinderaugen manchmal betrachten, ne? Beziehungsweise man muss so den Punkt in der Kindheit finden, da einzusteigen tatsächlich. Das ist, glaube ich, schwierig. Wahrscheinlich schon, als das losging, zu alt. Ich hatte es nicht mehr wirklich angemacht. Also ich weiß, dass ich ab und zu, mein Sohn zum Beispiel, der weiß damit Bescheid,
Ich nicht. Das ist das Einzige, was ich versäumt habe. Aber trotzdem bist du zu hören in The Clone Wars. Ja, ich bin nicht engagiert, da brauchten sie eine tiefe Stimme. Eine gute Stimme. Für Admiral Akbar, glaube ich sogar, ja, aus den alten Filmen. Ja, 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 genau. Ja. Okay. Ja, ja, ihr Lieben, das war doch ein schönes Gespräch. Auf jeden Fall. Ja, eine große Ehre, mit dir zu sprechen. Also absolut. Unvergesslich. Wirklich, okay. Das absolut schönes Gespräch, Engelbert. Jetzt hätte ich schon Norbert Nordhausen irgendwas dazwischen, hätte ich gesagt. Ja. Nein, wirklich vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist wahnsinnig interessant, in diese Branche auch mal ein bisschen Einblick zu kriegen. Mhm. Und ja, du bist ja jetzt wirklich, also das Synchronschwergewicht, würde ich schon sagen. Ne? Also solange wie du in der Branche bist. War ja. Es nicht immer, sondern bin ich geworden, ja. Bist du geworden, ja. Wer weiß, was noch kommt. Ja. Gut, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Nicht zu danken. Also und, vielen, vielen Dank. Ja, das, dann kann man es nur nicht sagen, genug wertschätzen. Genau. Ja. Ich habe mich sehr gefreut. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, es kommt gut an, wenn ihr es versendet. Ja? Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Okay. Wir wünschen dir wirklich alles Gute, vor allem bleib gesund oder wie heißt es so schön? Gesund. Genau. Alles Gute. Bleiben Sie negativ. Weiterhin gute Rollen. Ja. Bleiben Sie negativ. Genau. Und bleib uns treu. Jawohl. Okay. Im Zweifelsfall hören wir uns dann ja im Kino, auch wenn du uns dann nicht siehst. Na, vielleicht machen wir ja nochmal ein kleines Gespräch über Truschel, den kleinen Geister, und wenn das rausgekommen ist. Sehr gerne. Wenn es alles gut wird, dann können wir auch mit dem Buch nochmal reden. Also wir haben im nächsten Jahr vielleicht nochmal Gelegenheit. Okay, dann sage ich tschüss. Tschüss. Und auf bald. Guten Rutsch ins neue Jahr und wünschen wir uns alles Gute. Werbung Ende. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.